Ja, mein liebstes Time-Tracking-Tool PrimaApp geht neue Wege. Es gibt einen neuen Namen, nämlich PrimaTime. Es gibt eine neue Oberfläche und auch eine neue Preispolitik. Wie du umsteigen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und außerdem schauen wir uns Toggle an, das auch ein Zeiterfassung-Time-Tracking-System ist, mit dem du noch in der kostenlosen Version arbeiten kannst. Also, los geht's. Okay, dann teile ich mal den Bildschirm und wir gehen direkt hinein in die E-Mail, die ihr vielleicht auch bekommen habt, aber die auch ein paar Fragen offen gelassen hat. Ja, also wir steigen da mal ein. Das ist also die E-Mail, die ihr rein theoretisch auch bekommen habt, dass eben die PrimaTime App veröffentlicht worden ist. Ich habe jetzt einmal auf meinem Handy geschaut. App habe ich da noch keine, aber sie nennen halt dieses Online-Tool-App. Das ist ja inzwischen auch schon Usus, würde ich mal sagen. Bis zum 30. April kann man beide Apps parallel laufen lassen. Ja, es werden die Daten auch übernommen. Ich habe das schon ausprobiert, überhaupt kein Problem. Zeige ich euch dann auch, wo die Unterschiede sind. Das kann man sich dann schön, schön anschauen. Und ab dem 1. Mai funktioniert eben dann nur mehr PrimaTime. Und ab diesem Zeitpunkt läuft auch die Testversion. Ja? Also es werden die ganzen Prima-Erb-Daten in PrimaTime übertragen. Wie gesagt, das funktioniert und bis 31. Mai kostenlos verlängert. Das bedeutet, wenn ihr umsteigen wollt auf die Bezahlversion von PrimaErb, dann könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Ich habe das gleich gemacht. Erstens wollte ich es ausprobieren für meine Kunden, weil ich eben dieses Tool sehr oft empfohlen habe. Und dann kann ich später nicht drauf vergessen und dann habe ich auf einmal keinen Zugang oder die Daten sind weg oder ähnliches. Ja. Also ich zahle jetzt eigentlich 2 Monate mehr, als ich zahlen müsste. Das nehme ich in Kauf, weil ich dann nicht mehr dran denken muss. Ja, aber wenn ihr sagt, nö, mag ich nicht, ich probiere das erstmal aus, dann wird es bis zum 31.05. in PrimaTime funktionieren und danach müsst ihr also quasi eine Lizenz kaufen. Ja? Wenn ihr schon ein Abo habt, wird das gestoppt. Das heißt, wenn ihr schon die Bezahlversion habt, also ich kenne niemanden, niemanden von meinen Kunden, die wirklich eine Bezahlversion haben, weil einfach die Gratisversion schon so viel hergegeben hat. Ja. Dann habe ich auch Fragen gekriegt zu diesem Begriff Zugriffe. Ja. In meiner Welt ist Zugriffe, wie oft rufe ich eine Seite auf? Und ich glaube, das führt ein bisschen zu Verwirrung. Es geht um die Benutzer. Ja. Also Zugriff ist gleich Benutzer. Warum sie es nicht so nennen, weiß ich nicht. Aber ihr wisst ja, mit der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche gibt es manchmal ein paar Begriffsverwirrungen. Ja. Dann könnt ihr gehen auf die Benutzer und Abos. Wenn ihr also PrimaErb schon habt, dann gehen wir da mal drauf. Was passiert da? Da passiert, dass ich jetzt im falschen Tab bin. So, gehen wir da mal her. So. Leider Gottes die ganze Geschichte erklärmäßig derzeit noch auf Englisch, oder nur auf Englisch. Lass mich mal schauen, gibt es da was in Deutsch schon? Nein, gibt es noch nicht. Also die sind wahrscheinlich gerade erst am Übersetzen. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann bitte lest euch das durch. Aber ich zeige es euch natürlich auch gleich. Und wir schauen weiter. Was ist neu drinnen, dass dieses Billing-Modul kostenlos in Time-Tracking drinnen ist? Da habe ich auch von einigen meiner Kunden gehört, nett, brauche ich nicht, ja, ist leider so. Und das Attendance-Modul, was bedeutet das? Das ist im Prinzip eine Zeitstempeluhr, ja, die kann man dazu kaufen, ist also auch pro Monat pro User, allerdings günstiger als die Time-Tracking-Zugang, das ist klar. Ich würde jetzt das Billing-Modul auch nicht brauchen, aber ja, es gibt nicht nur Time-Tracking, ja, das muss man dazu sagen. Nach Ablauf der Testversion keinen freien Zugriffe mehr, also Testversion ist jeweils 30 Tage. Die Bezahlung läuft über FastSpring, funktioniert auch, habe ich auch schon ausprobiert. Und dann gibt es einen Rabatt. Ja? Also mit dem Code PT13 kriegt ihr 13% Rabatt auf alles, was ihr dann bucht. Und
Genau, gehen wir mal auf primatime.com. Ja, wollen wir aufrufen. Und hier habt ihr jetzt oben entweder einloggen als Primatime oder als Prima Erb. Schalten wir da mal auf Deutsch um. Jawohl. Dann haben wir auch ein bisschen einen deutschen Text. Und sie schauen sich beide sehr ähnlich. Ja? Wo kommt ihr jetzt zu den Bezahlgeschichten? Knowledge Base ist auch auf Englisch. Genau. Warte, jetzt, da war noch ein Link drinnen. Kauf neuer Zugänge, genau. Hier sind wir auch. Nein, da waren wir schon. Okay, dann nicht. Also, ihr könnt euch hier Prima Erb oder Prima Time einloggen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Schauen wir uns vorher mal die Preise an. Und zwar haben wir hier die Preise. Ihr seht also, Time Tracking und Billing gehört immer zusammen. 7,99 pro Zugriff, pro Benutzer. Ja, gehen wir mal auf jährlich. Dann kostet es 80 Euro pro Jahr. Attendance kostet eben monatlich, wenn ihr eine Stempeluhr braucht, 1,99 pro Benutzer. Und kundenspezifisch braucht man nicht. Ja, also das sind die Möglichkeiten, die es jetzt dann gibt nach 30 Tagen Testzeit. Ja, also ab 31.05. ist vorbei mit gratis, wenn ihr die Testzeit in Anspruch nehmt. Ja, dann, was habe ich noch aufgemacht? Das haben wir schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Wenn ihr jetzt seid, Toggle schauen wir uns nachher an. Ich schaue jetzt mal den Unterschied, zeige ich euch. Also das ist das alte Prima Erb, ja. Nicht besonders hübsch, nicht besonders modern, aber sehr funktional. Ja, also ich habe gerne damit gearbeitet und so schaut jetzt das Neue aus. Es ist ein bisschen blasser, das kommt mir nicht so sehr entgegen, wobei ich die Farbkodierung nicht wirklich verwende. Ja, und deswegen ist es für mich auch okay. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Wir haben da den Kalender, wir haben hier die Agenda, Stundenzettel, die Berichte, persönlicher Bericht, Projektbericht, Verwalten der Projekte, Kunden und so weiter, ist im Prinzip gleich geblieben. Ja, wenn ich jetzt vergleiche, die Uhr ist etwas hübscher oder zarter geworden. Da haben wir eine Wochenübersicht, die haben wir da auch gehabt, die ist bunt geworden. Ansonsten hat sich wirklich nicht viel geändert. Das heißt, wenn ihr Prima Erb gewohnt seid und es so exzessiv verwendet wie ich, ich habe kurz mal überlegt, aber ich bin ja so und so der Meinung, dass wenn ich ein Werkzeug wirklich verwende und es mir Zeit spart und mir Informationen gibt, die ich gut weiterverwenden kann und die die Basis für manche Entscheidungen sind, dann zahle ich einfach gern dafür. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja? Dann gehen wir mal hier herein. Da genau, Benutzer und Abos. Also es ist wieder mal hinter dem Rädchen versteckt. Gehen wir mal in diese Benutzer und Abos hinein, damit ich euch zeige, wie das ausschaut. Also wenn ihr die Testversion habt, beziehungsweise Prima Time jetzt das erste Mal eben aktiviert, dann steht hier bei aktiv gar nichts. Es steht nur links, was ihr bisher verwendet habt. Ja? Also ich habe meinen Sohn drinnen, den werde ich auf Toggle umstellen, weil das nicht so notwendig ist unbedingt, dass ich ihn da auch drinnen habe. Und dann haben wir hier unten die Möglichkeit, eben etwas dazu zu buchen, ja. Und ich habe eben dazu gebucht, das Time Tracking Billing jährlich, das ist natürlich da vorher unten gestanden, habe es jährlich gezahlt, habe auch diese 13% abziehen lassen, natürlich auch die UID eingegeben, ja, das ist auch möglich, wenn ihr eine UID habt, damit ihr eben die Mehrwertsteuer euch spart, zumindest als Österreicher, als Deutsche wahrscheinlich nicht, ja, aber probiert es einfach aus. Und dann ist die Sache auch schon gegessen. Das mit FastSpring, dem Zahlanbieter, funktioniert auch super. Ja? Also ich habe jetzt Time Tracking plus Billing jährlich, wobei ich Billing bisher nicht verwendet habe, aber vielleicht schaue ich mir das einmal an, was das kann und was das tut. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ja? So, also Prima Time, Prima Erb. Ich würde sagen, also mein Gedanke war der, oh Gott, wenn ich jetzt die ganze Systematik, die ich mir im Prima Erb aufgebaut habe, jetzt in einem anderen Tool aufbauen muss, Entschuldigung, eventuell dann aus Prima Erb exportieren, Überträge machen,
macht keinen Spaß, ja, kostet wahnsinnig viel Zeit. Und wenn ich das mit meinem Stundensatz gegenrechne, auch mit meinem internen Stundensatz gegenrechne, habe ich da also sicher, sage ich mal, ein paar Jahre prima Time herinnen, wenn ich nicht umstelle, sondern da weiter da anfange zu zahlen. Und wie gesagt, genauso wie bei LastPass, die haben jetzt auch umgestellt auf ein anderes Bezahlsystem. Ja, da kann man auch gratis damit arbeiten, aber nur auf einem Gerät. Ich bin bereit, für ein Tool gerne zu zahlen, wenn es mir Zeit spart und eben hilft, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Ja? Also überlegt euch das, wenn ihr wirklich nur hin und wieder oder nur für 2, 3 Kunden im Jahr dieses Time-Tracking verwendet, dann verstehe ich es, wenn ihr sagt, nein, also das ist mir zu teuer. Ja? Apropos zu teuer, und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten, nämlich zu Toggle. Toggle ist ein noch gratis Tool. Ja? Wir können uns dann auch mal die Preise anschauen. Hier sind die Preise. Es ist alles ein bisschen quietschiger, ein bisschen bunter, aber vielleicht gefällt euch das gerade. Ja? Und ist free mit Time-Tracking, Timeline, Auto-Tracker, Pomodoro-Timer, auch integriert. Das kann vielleicht spannend sein. Ja? Ist allerdings alles auf Englisch. Ja? Also ich glaube, wenn man sich einmal eingefuchst hat und einmal das System aufgebaut hat, dann ist das Englisch auch kein Problem mehr. Aber das könnt ihr free für bis zu 5 Benutzer verwenden. Wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich meinen Sohn drauf umstellen, ja, meinen Assistenten. Und starte es auch $9 pro Monat pro User. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr eine Free-Version sucht, es ist in meiner Facebook-Gruppe darüber diskutiert worden, welche Tools denn verwendet werden, nämlich in der Free-Version. Und da ist am öftesten eigentlich das Toggle genannt worden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal an und stelle euch das vor. Wie sieht das jetzt von der Oberfläche aus? Ihr habt hier auch unterschiedliche Möglichkeiten, das anzeigen zu lassen. Das Erste, was euch Toggle zeigt, ist diese List-View. Die hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich eben die Kalender-View gewohnt bin. Aber das kann man, wie gesagt, hier umstellen auf Weekly-Kalender. Die Systematik, die ich in Prima App aufgebaut habe, lässt sich nachbauen. Ja, ich habe ja in Prima App nur einen Kunden und das bin ich selber. Ja, das ist AHO, also Abenteuer Homeoffice. Darunter habe ich Projekte. Als Projekt ziehe ich an, zum Beispiel Content erstellen, Content erstellen, dann wieder andere Projekte wie Webinar und so weiter. Ich habe das einmal in einem Blogartikel beschrieben, wie für mich die Systematik funktioniert. Und die kann ich hier so aufbauen, dass ich sage, Clients, bin ich AHO, sonst niemand. Ja? Dann habe ich eben unterschiedliche Projekte. Da habe ich jetzt einmal nur testweise für euch eben den Content angelegt. Dies und das, das sind immer so die Quickies, die ich zwischendurch erledige, wenn ich zum Beispiel kurz vor einem Termin bin oder ähnliches. Ja? Und dann gibt's also keine Aufgaben wie in Prima App. Und statt der Aufgaben in Prima App habe ich jetzt dann verwendet die Tags. Ja? Und ihr seht, also das sind alles Tags, die ich in Content-Projekt verwenden würde. Das, was mich nicht so happy macht, ist, dass eben diese Tags nicht Projekten zugeordnet sind. Ja? Das heißt, irgendwann wird die Liste sehr, sehr lang, ist alphabetisch sortiert, man gewöhnt sich dran. Ja? Also ich glaube, es ist keine Riesenumstellung, wenn ihr wirklich auf Toggle umsteigt. Man kann sich genauso Berichte ausdrucken lassen, Reports ausdrucken lassen. Also ich glaube, das ist schon ganz okay. Der Timer funktioniert halt auch ein bisschen anders. Gehen wir mal da auf den Timer. Ihr könnt hier das Projekt auswählen. Ich nehme wieder mal Content. Dann könnt ihr hier den Tag dazugeben, Live-Video. Und dann startet ihr hier über das Starten eben den Timer. Dann fängt er an zu laufen. Warum der Eintrag schmal ist und der Eintrag breiter ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht herausgefunden, ja, wo da jetzt der Unterschied ist. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht regelmäßig braucht oder wenn ihr sagt, oh Gott, nicht nochmal $10 oder 10 Euro pro Monat, das nervt, das sammelt sich ja auch, das wissen wir, dann könntet ihr auf Toggle umsteigen. So, schauen wir mal.
Ich komme mal retour zu euch, würde ich sagen. Ja, stoppen tut man hier über Stopp. Ich glaube, das ist auch klar. Stopp Time Entry. Man kann das auch so ein bisschen ziehen, rein theoretisch. Ja, genau, kann man da breiter machen, genau wie in PrimaApp. Man kann es editieren mit einer Description, die lasse ich meistens weg. Man kann anscheinend, aha, da habe ich keinen Tag drinnen gehabt. Ja. Bei dies und das habe ich nie einen Tag drinnen, beziehungsweise nie eine Aufgabe in PrimaApp. Ja. Und dann kann man updaten. Gut, dann komme ich mal retour und schaue mal eure Fragen an. Andreas schreibt, stimmen wir voll zu, dass Software, die mir einen Mehrwert liefert, auch bezahlt werden sollte. Trotzdem kann ich mich mit der Politik von heute auf morgen eine Gratis-Version auf eine kostenlose, auf eine kostenpflichtige Version, schätze ich, dass du schreiben wolltest, umstellen, nicht anfreunden. Genau damit rechnen sie, dass User aus Bequemlichkeit nicht weggehen. Ja, natürlich, Andreas. Ja, das Ding hat also zwei Seiten. Bei mir ist es eben so, dass ich das schon seit Jahren verwende und auch die Historie nicht jetzt unbedingt nur exportieren und in Excel haben möchte. Sie rechnen auch damit, das ist klar. Ich hätte also auch mir gewünscht, dass Sie zum Beispiel eine Version haben, nur mit Time-Tracking, ohne Billing, halt wesentlich günstiger, damit es zu einem No-Brainer wird. Ja? Aber ich sage mal, 9 € pro Monat ist kein No-Brainer mehr, weil sich's eben zusammenleppert. Ja, also ich habe jetzt upgraded LastPass, dann habe ich upgraded eben PrimaApp zu PrimaTime und auch Canva habe ich mir jetzt die Pro-Version dazu genommen. Die ist übrigens jeden einzelnen Cent wert, kann ich nur sagen. Weiß gar nicht, wieso ich mich da so lange dagegen gesträubt habe. Ja, und wenn man da so 4, 5, 6 Tools kostenpflichtig dazu nimmt, ja, das läppert sich natürlich in den Fixkosten, das sollte man zumindest im Auge behalten. Ja. Also ich bin immer dafür, gutes Werkzeug zu verwenden. Wenn ich mir denke, was mir Canva Zeit spart jetzt, die Pro-Version, was es mir an Möglichkeiten, anderen Möglichkeiten gibt, um meine Thumbnails mit diesem freigestellten Bild zum Beispiel drauf zu machen, was ich vorher aus Zeitgründen beziehungsweise nicht das richtige Tool dazu gehabt, das wirklich schön freizustellen, nicht gemacht habe. Also es hat schon alles seine Vorteile, aber trotzdem bitte behaltet eure Fixkosten unbedingt im Blick, damit das nicht am Ende des Jahres ein böses Erwachen ist. Ja?